Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Moral zeigen, gut spielen. Das sind jetzt die letzten ein bis zwei Aufnahmen. Oder nicht Aufnahmen, sondern ein bis zwei Spiele, die ich am Freitag mache. Und dann kommen halt noch die restlichen Spiele Samstag und Sonntag. Das sind dann 16 Spiele pro Tag, 8 Spiele. Das ist, denke ich, eine gute Zahl. Und wichtig ist mir jetzt nicht zu gewinnen. Das sage ich so, wie es ist. Deswegen scheißegal, ob ich jetzt ein Tor fresse. Wichtig ist mir jetzt erst, okay. Wichtig ist mir jetzt erstmal nur wieder Moral zeigen, gut spielen. Von der ersten bis der letzten Minute die Defensive stabil halten. Wenn der Gegner ein Lagertor schießt, scheiß drauf. Und dann halt genauso weiterspielen. Einfach genauso weiterspielen. Maximal halt Formation ändern, wenn irgendwas nicht passt, logischerweise. Ach, wer verlässt denn hier immer wieder die Arena? Wolfsburg. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob der Bundesliga spielt. Aber das geht ja gar nicht. Oh Gott, ich bin gespannt. Nächste Woche. Ich bin gespannt, ob häufiger Bundesliga gespielt wird. Oder ob häufiger La Liga gespielt wird. Ich bin mir gerade echt unsicher. Bundesliga ist mittlerweile auch sehr, sehr beliebt. Aber ich würde fast sagen, es wird mehr La Liga gespielt, weil es da potenziell krassere Spieler nach oben hin gibt. Im Sturm, im Mittelfeld, aber auch in der Verteidigung eigentlich. Deswegen würde ich fast denken, es wird mehr La Liga gespielt. Aber ich bin echt gespannt. Vielleicht gibt es auch ein paar Hybrids. Das denke ich wird auch passieren, dass es ein paar Hybrid-Teams gibt. Leider erahnt, schade. Das hat er aber fahrlässig verteidigt. Wieder mal ein geblockter Schuss, ne? War eigentlich schön rausgespielt. Boah, er hat Glück. Da hat er natürlich Pech, wenn da ein Schiri im Weg steht. Ja, da wollte ich, dass ich eine Schusstäuschung in den Gegner mache, damit wir halt den Einwurf bekommen. Ich denke, mehr hätte ich da nicht wirklich rausholen können. Oh, und wieder kommen wir nicht zum freien Schuss, weil ein Bein dazwischen ist. Das war ein riskanter Pass. Das war ein geiler Pass. Das war ein richtig, richtig geiler Pass. Okay, ich will nicht drüber reden. Wieder macht Delofé den Treffer, der halt keinen Abschluss hat. Sehr geil. Aber da war auch gut aufgezogen, denke ich. Klar, kann auch ein Dick höher, aber ich denke, alles, was so über die Hälfte geht, also alles, was so über die, über, alles, was überhalb hoch ist, finde ich, ist gut. Nicht perfekt, logisch, aber ist gut. Und da haben wir einfach zu viel Zeit gehabt, um den Schuss aufzuziehen und um abzuziehen. Und deswegen kann dann auch jemand mit wenig Abschluss ein Tor machen. Das ist natürlich schön. Aber bisher ist Delofé auch nicht oft zum Abschluss gekommen, dass ich sage, okay, wir brauchen einen mit besseren Abschluss. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ja auch Dembele, der hat ja einen guten Abschluss. Boah,
Schöne Parade von Cech, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er da schafft, durchzuschießen und überhaupt zu einem gefährlichen Abschluss kommt. Wir standen eigentlich auch ganz gut. Ja, genau das wollte ich auch blocken, aber ist egal, weil wir ein Abseits beim Gegner haben. So, jetzt das Ding aber auch über die Linie bringen oder am besten noch ein zweites Tor machen. Riskant, ich hätte da eher den hohen Pass wählen sollen. Auch ein gutes Spiel, dieser Delofé bisher. Sollte natürlich nicht auf ihn gehen, ist, denke ich, komplett klar. Den hat eigentlich Smalling rausgeholt, den Ball. Schöner Ball auf Sterling. Fuck. Da wäre vielleicht... Oh, was war das denn? Den hatten wir doch. Da wäre vielleicht eine Schussdeutung gut gewesen. Ist das aber auch ein Foul? Sehr schön. Das war überhaupt nicht schön. Aber es hat sich niemand so wirklich geil angeboten und dann habe ich es halt einfach verschlammt. Muss es leider zugeben. Sehr gut von Smalling. Anstrengend, wir brauchen ein zweites Tor. Der Gegner ist nicht ultra gut. Vor allem, also ich würde sagen, er ist sogar im Angriff einen Tick besser als in der Verteidigung. In vielen anderen Spielen hat es jetzt eigentlich umgedreht, dass die Gegner besser verteidigen als angreifen. Aber bei ihm ist es umgedreht, würde ich sagen. Also er ist besser im Angriff als in der Verteidigung. Und boah, Passgenauigkeit 96%, krass. Und wir brauchen das zweite Tor. Das wird so schwer, die Null zu halten gegen ihn. Ich spiele zwar bisher noch relativ konzentriert in der Verteidigung, aber sobald dann auch die Ausdauer nachlässt, ich kenne das, wird's eklig. Ich werde mal noch ein, zwei Sprints machen mit Delofé, weil ich brauche hier gerade die Pace. Und erst wenn ich merke, dass da nicht mehr viel geht mit meinen Außenverteidigern, Außenmittelfeldspielern, dann werde ich, denke ich, Reus und Dembélé einwechseln. Einfach, weil ich hier schon führe. Aber auch, weil... Schade. Aber auch, weil ich weiß, wenn jetzt Reus den Bill einwechselt und dann gibt es doch Verlängerung, dann haben die einfach schon so viel Pace verloren, dass es dann schwer wird. Aber wenn ich die jetzt ein bisschen später einwechsel, habe ich, denke ich, jetzt keinen wirklichen Nachteil und später vielleicht einen Vorteil. Sterling ist auch noch nicht viel gelaufen. Boah, das war, glaube ich, der erste Flachschusstreffer mit meiner Premier League. Ohne Scheiß. Also das erste Mal, wo ich selber auf Flachschießen gedrückt habe. Also zweimal schießen, das lange Eck. Sterling macht's. Gut, dass ich Sterling und Delofé noch drin gelassen habe.
Und macht ihn dann auch ins lange Eck. Nice. Oh, das ist so ein wichtiger Treffer, ey. Gegen den Gegner. Das 2-0. Ja, jetzt einfach weiter so konzentriert defenden und dann schauen wir mal. Ich meine, ich kann dann eigentlich sogar mal defensive Spieler auswechseln, weil ich jetzt keine drei offensive Wechsel brauche. Das war eine Scheiß. Ich will auch direkt mal gucken, wer was braucht. Wer braucht was? Nee, eigentlich haben sie noch genügend. Fernandinho und Matic haben noch genügend, weil Fernandinho ist gut, Matic ist auch gut. Wir haben halt Mustafi. Ich glaube, Mustafi ist gar nicht so schlecht, also um da mit Matic zu tauschen. Bin gerade am überlegen, ob ich das doch direkt mache. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ich glaube, wobei Mustafi ist dann vielleicht auch geiler gegen Fernandinho. Matic ist dann aber auch ziemlich träge. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Die haben noch genügend Power. Ich lasse sie einfach mal. Schöner Pass. Ja, wenn es läuft, dann läuft's. Ne? Jetzt macht Fernandinho halt auch noch das 3-0. Nice. Schön rausgespielt. Aber es wurde auch mal kein Schuss geblockt. Ne? Also endlich wurde mal der Schuss von Fernandinho nicht geblockt. Obwohl es super eng war. Hier schön mit Sterling getribbelt. Guter Pass von ihm, dann haben wir einfach den Platz und ganz klein wenig Glück, weil da geht noch an den Torhüter ran, aber kein Arm oder so, sondern einfach nur Seite vom Körper. Nice. Das ist das 3-0 und vielleicht bricht der Gegner ab, auf jeden Fall ist es, glaube ich, der Deckel, denke ich. Vielleicht wechselt auch nochmal irgendwas. Brauchen wir eigentlich fast gar keinen Wechsel. Kostet ja bloß Verträge, können wir eigentlich sparen. Beim 2-0 hätte ich es halt noch gemacht irgendwann, aber beim 3-0 ist es eigentlich schon, ja, zu sicher. Delofee, Sterling, Fernandinho. Ja, und Lukaku. Vielleicht müssen wir uns doch langsam mal Gedanken über Lukaku machen, oder? Ich meine, es gibt noch genügend interessante, preiswertere Stürmer, wie zum Beispiel ein Vardy. Aber bei dem ist, glaube ich, vor allem die Pace und die bringt mir ja nichts. Er hat die Baller gegen Fernandinho gewechselt, okay. Also er gibt noch nicht auf. Und Sanchez. Der hier aber nicht überzeugen kann. Ja, Lukaku, Lukaku, Lukaku. Will ich wirklich nochmal, wie gesagt, ich will eigentlich nicht so viel testen, weil das Problem halt auch einfach ist, wir haben eigentlich nicht die Zeit, hier eine Million Stürmer zu testen. Musa teste ich aus Prinzip schon mal nicht, das sollte klar sein. Fuck. Aber was ist mit Vardy zum Beispiel? Aber er ist halt eigentlich einfach nur schnell. Ist so ein Upgrade-Musa eigentlich. Remy wurde auch gerne gespielt, wurde auch mir schon empfohlen. Benteke wurde mir schon empfohlen. Weiß, worauf ich eigentlich auch mal Lust hätte, wäre Batshuayi. Eigentlich auch ganz interessante Werte, wie ich finde. Boah, ich dachte halt echt, er verteidigt die andere Seite. Hab gerade ein bisschen spekuliert. Aber es ist, wie gesagt, auch nicht wirklich dramatisch. Schießt jetzt eh kein Tor. Und wenn, dann ist es ein. Aber ich will jetzt auch keins fressen hier, ne? Halten wir das mal fest. Boah, die Pässe auf Sterling, die kommen ja gerade geil. Gut antizipiert.
Was ist denn das? Oh Gott. Interessante Grätsche auf jeden Fall. Grätsche mit, ich schmeiß mal meinen Oberkörper in den Gegner rein. Ja, jetzt kommen die Frustgrätschen, aber wie gesagt, das gleiche Problem habe ich auch. Zum Glück. Das hätte auch der Ehrentreffer werden können. Wurde es dann zum Glück nicht. Oh. Oh, ich dachte natürlich, dass Lukaku weiter am Ball ist und wollte dann auf Coutinho weitergeben. Und nicht umgedreht. Ja, aber er steht halt auch komplett frei. Ich meine, dass er dann einen Donner macht, das erwarte ich einfach mal. Oh, was mache ich noch mit Lukaku? Was mache ich noch mit Lukaku? Die Tore machen halt immer andere Spieler irgendwie. Tore machen immer andere Spieler. Was mache ich mit Lukaku? Gut bewertet auf jeden Fall in dem Spiel. Ein Tor. Oh, er macht eine Vorlage. Okay, zwei Scorerpunkte. Das heißt natürlich, er wird weitergespielt erstmal. Bis ins nächste Spiel. Und mit 9-3 haben wir auch drei Spieler, die Spieler des Tages Wertung haben. Endlich mal. Das ist das höchste Ergebnis bisher mit der Premier League. Fällt mir gerade ein. Haben wir auch gut gespielt. Und eine ganz kleine Serie gestartet mit zwei Siegen in Folge. So, vielleicht können wir die ja jetzt fortführen. 12 Spiele, 6 Scorerpunkte. Ist jetzt gar nicht so katastrophal, wenn man sich überlegt, dass teilweise ich die Spiele auch kacke gespielt habe. Und wenn man sich überlegt, wie oft sein Schuss geblockt wurde, was ja auch ein bisschen Varianz bedeutet, ein bisschen über Glück und Pech entscheidet. Also. Ja, also ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich meine, in jedem zweiten Spiel, und wie gesagt, davon ausgehen, dass ich nicht 100.000 verschiedene Spieler testen will, in jedem zweiten Spiel ein Scorerpunkt ist okay, ist nichts Überragendes, aber ist okay, und es wären mehr drinne gewesen. Von daher, ja, ich denke ich okay, ich lasse ihn erstmal. So, dann machen wir direkt noch eins, und was, Smalling, keine Verträge mehr. Ja. Meine kleinen Verträge sind auch bald alle. Dann geht's weiter mit seltenen Silberverträgen. Ja, aber ich bin zufrieden, was meine Abwehrleistung vor allem angeht. Ich muss weiterhin so konsequent verteidigen. Wenn ich dann, ich werde dann trotzdem nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar, aber wenn ich dann so konsequent verteidige und meine Chancen in der Offensive nutze, dann kann es auch was werden. So, wieder mal ein Low Budget Premier League Team mit Musa im Sturm und einem LS und einem RM, die ich gar nicht kenne. Hoffen wir mal, dass der Gegner auch nicht so gut spielt. Ich glaube es zwar nicht. Ich meine, wir haben jetzt zwei krasse Siege in Folge gehabt. Konzentration. Also, das muss doch immer noch irgendwie so ein Abbruch-Cheat geben, auch bei EA-Servern, weil anders kann ich mir nicht erklären. Der hat er jetzt mit Absicht abgebrochen, oder? Ich meine, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil mein Team ist im Vergleich zu vielen anderen Teams wahrscheinlich nicht so stark.
Aber anders kann ich mir nicht erklären. Es ist so auffällig, man, das Auftritt. Das kann doch nicht sein. Ich meine, gut, ich kriege keine Niederlage gut geschrieben. Das ist schon mal ganz okay, aber es ist schon irgendwie auffällig. Ich hätte gerne gegen das Team gespielt, weil es halt echt nicht stark war. Also jetzt nur vom Team her. Und jetzt bekomme ich halt wieder mal ein deutlich stärkeres Team als Gegner. Nur Begovic im Tor, aber Griezmann als Stürmer. Und den Rest konnte ich mir nicht in Ruhe angucken, aber es war ein gutes Team. Teilweise besser als meins, würde ich sagen. Einfach in der Verteidigung genauso konsequent gut spielen wie ich das gerade eben schon gemacht habe. Gutes Zeichen. Sehr schön von Smalling. Schade, dass das nicht als Foul gewertet wird. Sehr schön. Was macht denn ihr Vollidioten? Tschech und der Innenverteidiger. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Zum Glück ging das nicht in die Hose, ey. Da habe ich echt kurz die Luft angehalten. Krasse Paraden. Krasse Paraden. Den ersten Schuss muss Coutinho reinmachen. Den zweiten muss Lukaku reinmachen. Wie da der Torhüter noch hält, unglaublich, einfach nur unglaublich. Das war gerade die Chance zum 1-0, Doppelchance zum 1-0, die vergeben wird. Aber egal, wir spielen einfach genauso weiter. Das war ein gutes Zeichen, dass wir zu Abschlüssen kommen. Ich habe dreimal auf Passen gedrückt, er macht es einfach nicht. Ultra krasser Fehlpass, der da einfach nicht hingehen darf. Ich verstehe nicht, was da los ist, dass er so einen Pass spielt. Schade. Oh, und verletzt. Fuck. Aber da können wir zur Not Shaqiri dann nehmen im nächsten Spiel, falls er verletzt bleibt. Es wird nichts, habe ich gesagt. Danke. Oh, passt doch gleich. Passt doch direkt, verdammt. Oh, Matic kann echt nicht passen. Ohne Scheiß. Der hat so einen schlechten Pass teilweise. Aber er ist zu langsam. Ich kann keinen anderen Wert steigern als Pace und dann eigentlich auch Defense. Es macht keinen Sinn, jetzt hier Catalyst zu geben oder so.
Aber was der Mann da für Pässe raushaut, ist doch Wahnsinn. Danke, Tschech. Krass gemacht. Weiß ich nicht, wo er den hinspielt. Da gibt wieder mal keinen Sinn. Oh, und jetzt gibt es natürlich einen Elfmeter, weil er so einen verschissenen Trick. Ne, nicht aufregen, nicht aufregen. Egal, egal, egal. Selbst wenn er jetzt das 1-0 macht, ist scheißegal. Okay, einfach ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Wir haben ja auf jeden Fall Chancen zum 1-1. Einfach ruhig bleiben. Scheiß auf dieses unverdiente, auf diesen unverdienten Elfmeter. Scheißegal. So spiele ich Fußball. Wer macht das Tor? Fernandinho. Richtig geil. Oh, ich glaube, das war sogar wieder Vorlage Lukaku, oder? Sehr geil. Ruhig bleiben, Freunde, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Vielleicht sollte ich in Zukunft, einfach, sobald ich ein Gegentor fresse, nicht mehr reden. Also, sobald ich rede, steigere ich mich rein. Ja, es hat, glaube ich, hier. Es müsste Lukaku. Nee, Quatsch. Lukaku leitet das Tor ein und dann weiß ich gerade gar nicht, wer das ist. Matic vielleicht? Auf jeden Fall Fernandinho ziemlich krass, wie der abgeht. Und war auch wieder ein Flachschuss. Fernandinho macht sich mit Sicherheit auch gut als ZOM. Aber die kann man halt eigentlich auf jeder, wie ich schon gesagt habe, auf jeder Z-Position, Mittelfeldposition einsetzen.
Ja, Shaw haut echt geile Pässe teilweise raus. Hat Glück. Boah, lag dir doch bitte noch mal drei Ballbesitzer, ey. Zum Glück schwacher Abschluss. Wie er immer wieder im Ballbesitz war, echt unglaublich. Da haben wir Glück, weil wir haben keinen Spieler gehabt, der ihn verteidigt hat. Wenn er den Platzierter kriegt, dann war's das halt. Ein bisschen aggressiver. Okay, komm mal, wieder ein Tor über eine Ecke. Die haben halt ein direktes Tor nach der Ecke gemacht und zwei, wenn man die indirekt mitzählt. Oh, viel zu nah an den Tor ran, aber Begovic kann nicht festhalten. Doppelschade, aber ich konnte da nichts mehr machen. Zumindest nichts, was ich kann. Rot, mal so nebenbei. Du bist viel schneller, danke. Und was habe ich gesagt? Oh, fuck! Da hat der Gegner natürlich Pech und Glück. Also Pech, dass er den nicht festhält und Glück, dass er nicht reingeht. Aber ich habe es gesagt, er springt so oft zum gegnerischen Torhüter. Es ist unglaublich. Das kann doch nicht sein. Also der Ball kann doch nicht wie ein Magnet immer zum Torhüter springen in so einer Situation. Wollte mal reinflanken, hat nicht geklappt. Naja, taktisch, es macht nichts. Oh, nice, nice, nice. Boah, ey, zweimal jetzt schon wieder die Pässe nicht dahin gegangen, wo ich sie eigentlich hinspielen will. Und dann Lukaku leider zu langsam. Boah, spiel doch einfach mal. Jetzt spiel doch mal den Ball, wenn wir den haben. Was macht ihr denn? Wechsel jetzt trotzdem erstmal. Fernandinho hat auch gar keine Power mehr. Ich werde erstmal Mustafi probieren. Mal gucken, wie der sich anfühlt als Sechser. Wird wohl leider in die Verlängerung gehen. Es ist, denke ich, auch
ganz okay, ist, denke ich, ganz gerecht vom Spiel bisher. Wobei der Gegner hat kein Tor rausgespielt. Aber ich denke, es ist ganz gerecht. Wieder ein sehr knappes Spiel. Momentan gibt es einfach keinen verdienten Sieger in meinen Augen. Oh, ich wollte einen Schlenker nach links machen. Ich wollte nicht einfach geradeaus durchlaufen. Mir schon gedacht habe, dass es nicht klappt. Okay. Boah, nice. Geil. Schöne Ballannahme, wodurch natürlich mein ganzer Plan kaputt geht. Neymar eingewechselt, auch krass. Ich komme halt einfach nicht geil in die Mitte rein. Wieder kommt Lukaku nicht zum Schuss. Was ist denn da los? Diesmal wird es geblockt, aber okay. Ist dann halt so. Aber Lukaku, fuck man, schieß doch einfach mal. Ich meine, hat er halt auch keine Ausdauer mehr. Das kann auch jedem anderen Stürmer passieren, aber es ist halt schon scheiße. Ja! Er gibt auch Elfmeter. Das ist komplett unverdient, der Elfmeter. Der ist komplett unverdient. Aber ich find's geil. Oh, ich werde wahrscheinlich verschießen. Ich sehe es schon kommen, ey. Wo hat er vorhin hingeschossen? Ich weiß gar nicht mehr. Wo hat er denn hingeschossen gehabt? Oh, geil. Schöner Elfmeter. Lucky, absolut lucky, absolut unverdient. Ich weiß nicht, warum es einen Elfmeter gibt. Das war keiner. Aber ich hoffe natürlich, dass wir jetzt trotzdem das Ding hier über die Zeit bekommen. Wir müssen halt noch eine komplette Verlängerungshalbzeit hinbekommen. Tschech. Das war natürlich nicht so geplant, das war aus Versehen wieder. Oh, diese scheiß Dreiecke rausholen, ey, das ist zum Kotzen. Okay, erste Halbzeit überstanden. Come on, Baby, das schaffen wir. Absolut unverdient, unentschieden wäre weiterhin. Na, wobei, ich hatte eine gute Chance mit Lukaku, fällt mir gerade ein. Aber es. Ja, es fühlt sich trotzdem nicht verdient an, muss ich zugeben. Oh, jetzt wird aggro. Eieiei, ich sag ja, was Matic teilweise für Pässe raushaut, ist der absolute Wahnsinn, ey.
Oh, Reus, bleib doch lang. Da war ich, genau da, wo die Flanken gingen, stand er die ganze Zeit rum und ich dachte, wird jetzt richtig geil, weil er alleine war. Aber ja, das war dann halt nicht mehr so geil, weil er nicht mehr alleine war, sondern kurz gekommen ist. Was wahrscheinlich auch richtig ist, aber ich dachte halt, er bleibt da jetzt mal stehen und ich kann ihn anflanken. Fuck you, ey. Fuck you! Tja, was soll ich machen? Ich bin nicht mehr rangekommen und er hat dann leider mit Kanté einen Sonntagsschuss ausgepackt. Auch geil, wie hier er in der Mitte einfach nicht bei Kanté bleibt. Meiner Meinung nach ist er der Mann bei Kanté. Was soll's? Vielleicht kriegen wir ja noch eins hin. Oh, ey, das ist aber auch wieder so lucky, Alter, dass er da wirklich 100 Mal den Ball nochmal bekommt und er nicht in die, ins Aus geht für die Ecke. Ja, danke für die geschenkte Ecke vom Gegner. Es muss halt spannend bleiben. Am Ende gibt es vielleicht ein Elfmeterschießen. Mal gucken. Wenn er jetzt ein Lackertor schießt, dann ist es so krass, weil ich mache einen Lucky Elfmeter. Er bekommt auch einen beschissenen Elfmeter. Und dann müsste er jetzt über zwei Lackertore gewinnen. Das wäre krass. Okay, er pfeift ab. Also ich glaube nicht, dass er den Angriff jetzt noch durchbekommt. Wollte natürlich ins lange Eck schießen, aber wenigstens nochmal die Ecke. Das war's. Okay, Elfmeterschießen. Jeder hat einen getroffen. Einfach nur konzentrieren, kein Verschießen. Puh, richtig antizipieren. Bums aus, Nikolaus. Ja! Verdammt nochmal! Zwei von drei Elfmeterschießen gewonnen, oder? Sehr nice. Oh, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Okay, wir haben eine kleine Serie gestartet. Drei Siege in Folge, nice. Aber ich habe die letzten drei Spiele auch ziemlich gut gespielt, also abgeklärt gespielt, Moral bewiesen. Gerade jetzt hier dieses Elfmeterschießen da. Aber Lukaku, was mache ich mit Lukaku? Fuck, man. Von seinen Toren, das ist ein Elfmeter gewesen. Das ist, kommt mir noch dazu. Ich glaube auch, wir haben jetzt bestimmt sieben... Oder mal gucken. Tore, Lukaku und Fernandinho. Vorlagen, Shaw. Wir haben ja jetzt bestimmt sieben Scorerpunkte. Und ich glaube, das sind jetzt inklusive DM schon zwei oder sogar drei Elfmeter gewesen. Ach ne, er hat glaube ich erst zwei Tore, jetzt hat er drei. Alles dürften keine Elfmeter gewesen sein. 7 aus 14 Spielen. Oh.
Das ist echt schwer. Ich glaube, also mein Gefühl sagt mir halt, er läuft einen Tick unter EV. Also ich glaube halt, dass er eigentlich hätte mehr Tore machen können. Aber bin mir echt unsicher. Aber wie gesagt, bevor ich jetzt noch andere durchteste, die dann halt alle noch beschissener sind und ich dann zu Lukaku zurückkehre. Ich glaube halt auch, dass Benteke oder Batshuayi, das sind einfach nur so Downgrades. Also die ähneln einfach dem Lukaku sehr. Und das, wenn Lukaku nicht funktioniert, funktionieren die auch nicht, glaube ich zumindest. Und man sieht leider Lukaku auch im gegnerischen Team, weil hat man schon mal Benteke oder Batshuayi gesehen? Oder Batshuayi, wenn er ausgesprochen wird. Ich suche den mal. Ich will nur mal die Werte sehen, die auf der Karte stehen. Batshuayi, ja, der ist es. 83 Tempo, 79 Dribbling, 80 Schuss, 73 Physis. Sieht halt einfach aus wie so ein Downgrade Lukaku, oder? Also, halt einfach einen Tick schlechter als Lukaku. Deswegen auch nur ein 81er. Ich meine, klar müssen wir dann nochmal die Werte anschauen, aber was ist mit Benteke? Tempo, 84 Physis. Ja, auch wieder. Vom Gefühl her einfach Downgrade Lukaku. Ich glaube, ich bleibe bei Lukaku. Was soll ich sonst machen? Ich könnte jetzt noch 100 probieren und mit Lukaku habe ich jetzt wenigstens schon so ein klein wenig ein Gefühl dafür, was er so kann und was nicht. Von daher, ich bleibe also bei Lukaku, denke ich. Oh, wir haben die 500 Siege erreicht. Geil. Leider mehr als 250 Niederlagen, aber okay. Noch keine 2:1 Bilanz. Gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und 16 Spiele noch. Das heißt im Durchschnitt 8 am Samstag, 8 am Sonntag. Natürlich, miserable Bilanz bisher. Wir haben aus 9 Spielen 5 nur gewonnen und 4 verloren. Also es wird, denke ich, schwer hier überhaupt die Gold 3 zu erreichen und an Gold 2 oder sogar Gold 1 brauchen wir gar nicht denken. Also ja, ich hoffe, dass ich wenigstens Gold 3 damit erreiche, dann bin ich froh. Und dann nächste Woche bumsen wir alles kaputt mit unserer Bundesliga, denkst du. In diesem Sinne, Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.